You're the Divine Dragon, right? Got a second to talk? Who might you be? Me? I'm a blacksmith. You can call me Kelne. And I am Pinay, a clothier. Pleased to meet you. I'll cut right to it. Our friend Durthon wrote us and said he opened a shop at your base. And, well, we'd like to go there too. We'll be a real help. I can strengthen your weapons. My clothes and accessories won't win you any battles, but they will catch eyes and turn heads. If Durden vouches for you, that's good enough for me. Please, come along to the Somniel. Really? That's great! You'll be glad to have us around, I promise. Indeed. Thank you, Divine One. Okay. I think I lost him. Really? You sure about that, darling? You're shaking like a leaf. I take it you failed to obtain the ring. Apologies, ma'am. Those guys were tougher than they looked. But I can tell you things. Stuff that'll help you track it down. Like the fact that Princess Sanglin ran off with it. The Divine Dragon has it now. Pretty good info, right? What do you say? How about we call it even this time round? I won't let you down again. Oh. How naive you are. After you fail me once, there is no second chance. No! Please don't kill me! Please don't kill me! I am sorry, my lady. Apologies for the mess. And our failure to acquire the ring. I was expecting to get at least one. At least now we know that Lumera is dead. Yes, but there's another Divine Dragon to take her place. I can't believe that beast had a child. It does explain why she was so willing to sacrifice her life. What should we do? The battle at Lythos Castle took its toll. We're in no shape for another confrontation. We'd best lie low for a spell. Leave them be, for now. Understood. Oh, nach dem Abschließen bestimmter Kapitel erscheinen Nebenquestkarten auf der Weltkarte. Nebenquests sind optional, aber sie lohnen sich. Vielleicht triffst du sogar neue Verbündete. Oh. Das ist nett. Also das erinnert mich mega an Awakening. Also wirklich. Finde ich auch echt nicht schlecht. Dann denke ich mal, machen wir die Nebenquest oder gehe ich erst doch nochmal. Ja gut, das ist Kapitel 6, ne? Machen wir erstmal die. Ach, hier mit so einem kleinen Boot. Machen wir erstmal die Nebenquest. Liste, System, Speichern. These pills ought to clear up the problem. Let me know if the pain persists, okay? And you're looking chipper today. I told you that cold would be gone before you know it. Father, isn't it time you took a break? Look, I made you some tea. Thank you, Jean. You didn't burn yourself or anything preparing it, I hope. You worry too much. I'm old enough to manage a simple pot of tea, I assure you. It makes me happy to see you growing up so fine. Huh? What's going on out there? Doctor, you have to help us. Monsters are on the attack and people are getting hurt. What the devil are those beasts? This will get ugly. Sean, go and hide. I'll take care of bringing people to the clinic. This way, everyone. If you're unhurt, then assist someone who is injured. You must pull together. I know Father told me to hide, but how can I? I have to do my part, too. Oh, no. Get moving! There's shelter at the clinic. Keep your wits about you, everyone. I'll patch you up once the crisis has passed. We can't stand idle with the corrupted on the loose. Let's save those villagers. Are you all right? Get to safety and leave the corrupted to us. You don't have to tell me twice, but there's still a few left who didn't make it out in time. We'll do everything in our power to save as many of them as we can. They'll love you for it if you do. You're the last hope at this point. Wir sind die letzte Hoffnung. Heißt, wahrscheinlich gibt es ja auch dann eine neue Einheit. Los geht's. There are so many wounded we couldn't get to the clinic. Is it up to me to treat them? Kriegen wir seinen Sohn, wenn wir da die Quest ordentlich schließen. If we split up, we can treat everyone. John, I thought I told you to run and hide. I can't stay hidden away when there are so many who need my help. Ich verdeck ihn komplett. Nein! Gespräche. Siehst du eine Einheit mit Sprechblasen? Bewege dich neben sie und wähle Reden. Solche Einheiten anzusprechen ist eine gute Möglichkeit, weitere Verbündete zu rekrutieren. In manchen Fällen sprechen diese Charakter nur mit bestimmten Leuten. Alle Gegner besiegen. Alles klar. Ja. Die haben keine Sprechblasen. Nein. So. Stahlbogen. Eisenbogen. Nehmen wir den Eisenbogen hier. What's our move? Ja, wir könnten dem sie... Oh, die Frage ist jetzt noch, wie weit der kommt. Der kommt nämlich recht weit. So. Haben wir ihn schon mal besiegt. Oh, was war das für eine nette Axt. Also wir machen hier unser Bündnis mal. Engage! So, wir können mal gucken. Hier funktioniert das diesmal auch wieder. Hat schon eine verdammt gute Reichweite, ne? So. Ja, besiegen wir da oben den. Zack. Sehr, sehr mächtig hier. Banderfahrung zwischen... Ne, hat das Maximum erreicht. Wähle Band im... Ach, okay. Die Menü... Ich komme gar nicht so weit, ne? Jetzt ärgerlich. Auch nicht wirklich. Okay, dann gehen wir hier besuchen. Hoffe ich mal, dass ich da... wir können hier das Bündnis mal machen. Da kommen wir dann vielleicht weit genug, ne? Ja. Da reicht auch einfach... dieser Angriff. Der nächste Adlige auf Level 7. Auch bandvoll, alles klar. So, wir können noch hier vorgehen und warten. So, dann haben wir noch hier die Option. Komm, aber so warten. Das machen wir mal. Ich habe schon nichts getan. Okay. Kann ich hier... Nee, ich nicht nochmal. Okay, ich kann nur warten, aber er hat halt so eine enorme Reichweite. Das ist einfach geil. So, wir können ihn einfach angreifen. Boah, ich habe aber doch... Oh gut, der Rittertöter. Der reicht uns. Verstecken uns im Busch. Wir müssen mal eben den hier markieren und den hier. Was soll ich erzählen, dass diese noch eine hohe Reichweite hat? Ach, den habe ich auch markiert, okay. So. Ah, den Bogenschützen besiege ich ja jetzt. Das heißt, mit ihr könnte ich rein theoretisch... Komm, ich aber auch nicht so weit, ne? Göttlicher irgendwas und bliblablub. Finde ich hin. So, hier können wir warten. Ja, mit ihnen müssen wir da hochgehen. Weil da wollen die miteinander reden. Okay, wen haben wir denn noch? Ach so, ja. Fast vergessen. So. Ja gut. Wir sind hier bei 11 Schaden. Hier sind wir bei 10, 9. Machen wir die 11 Schaden. Auf den Bruch. Hab ich irgendwo... Stahlbogen, 16 Schaden. Jetzt haben wir noch den Zauberer vor uns und da komme ich gerade so nicht dran. Ne? Mit ihnen auch nicht, okay. Ja gut, hier warten wir dann eben. Wo kann er nur so kurz gehen? Ja gut, ich nehme das auch so. Stört mich jetzt nicht. Kann man für den Rittertöter machen, auch wenn er kein Ritter ist. So, zack, zack, zack. Okay. Die bewegen sich jetzt auch. Müssen wir auch mal gucken. Na, da könnte Verstärkung kommen. Und da auch. Not safe here. I can't. I'm the local doctor's son. I won't leave until I've helped the injured. Huh. You've got a lot of heart for a kid your age. All right? Ja, ich habe mit erst mal 10-Jährige. Weil zu viel Pokémon gespielt haben. Now come on. There's work to do. Ja, jetzt ja, hat sich unsere Gruppe angeschlossen. Ja. Das ist doch nett. Ja, hol ich mir hier einfach mal das sofort und ja komm, bin ich hin. Ja. Die müssen wir auf jeden Fall besiegen. Das ist ein Problem. Aber das kriegen wir hin. Ohne Probleme. Gut, hier unten haben wir jetzt eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, wir könnten mit denen auch hier oben lang gehen. Ne? Nur mit denen mal hier hin. Ja. Es könnte Verstärkung kommen an diesen Punkten. Hm. Ich weiß nicht, ob die einfach so durch die Wiese laufen können. Ja, können die, okay. Gut, der Bogenschütze, der bleibt hinten stehen. Das ist eigentlich sehr nett. Dankeschön, ja. Energietropfen. Wird Stärke dauerhaft. Nice. So, wir holen uns hier die Punkte noch. Nein, David können wir reden, der auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ja, aber gut. Kann ich mir schon fast denken. Auch unser Bündnis. Kann ich sogar weiter mit eigentlich? Nein, ich muss da stehen. Okay. Nee, eigentlich hier. Einen schönen Bruch. Und dann noch ein Zauberbrot her. Die Geschwister schlagen zu, die Zwillinge. So, ach guck mal hier, ich hab ihn ja auch noch, ne? Mir fällt doch gerade auf, dass diese blauen Dinger ja nur dafür waren. Für... Schieß mich tot, wie heißt es? Das wieder aufzuladen. Oh, Bruch. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. I'm getting hungry. Das überlebt er halt, ne? 1. Ja, dann, wir sehen uns, Bro. Kommst du denn da hin? Leider nicht, okay. Müssen wir hier eben warten. Ist auch in Ordnung. So, hier kann ich mir noch dazu holen. Und sonst... Holen wir uns hier den Kills, auch in Ordnung. Kommen da unten, glaube ich, gar nicht hin, alle, ne? So, wir warten eben hier. Ja. Ich glaube, kommt keine Verstärkung. Haben Glück. Mhm. Ach, der schafft sich mal bis in den Busch. Das ist natürlich jetzt nicht so gelaufen, wie er hofft. Na gut, wir holen jetzt die Punkte einfach. Man muss sich auch mal wieder aufräumen dann. So, und... Da muss er gar nicht rein, weil... Weil doch, gleich durch, oder? So, komm, zeig mal deinen Schaden. Alles klar. Das ist ja von Dialog. Daneben. Wer glaubst du, wer du bist? Hm. So. Ja, gut, ne? 2 mal 11 Schaden. Ist in Ordnung. Langspiel. Unglaublich, sie sind alle fort. Ja, sie sind halt unglaublich. I'm glad no one got hurt. I was a little worried there. You can't know what this means to us. We decided to give you this to show our thanks. Come now, Zhang. Give the nice people a proper thank you. Oh, right. Thank you for saving our village. We saved it together. You did well today, Jean. Oh, I introduced myself to you, but I never asked your name, did I? Well, there was a lot going on. I'm the Divine Dragon. The Divine Dragon? From the land of Lythos? Oh, please forgive my rudeness. Don't mention it. Like I said, there was a lot going on at the time. What brings such a splendid personage to our humble village? I've been on a journey to defeat the Fel Dragon and bring peace to the world. The whole world? Wow. If it's all right with you, Divine One, can I come along and help? Zhang, what's gotten into you? My dream has always been to become a doctor so I can save people, and that hasn't changed. But with monsters running rampant, I might die before I can do that. Look what just happened. At the Divine Dragon's side, I think I can learn to fight and to heal people at the same time. Well, that's all very well for you, but what about the Divine Dragon? You'd just be a burden. Oh, I wouldn't say that. Not if what he did during that battle is anything to go by. If Jean wants to come, I don't mind, though I understand why you'd be worried. Well, if he has your permission, then... I can only ask that you take good care of my boy. What? You're actually allowing him to go? Father, I told you, you don't need to worry about me. It's not like I'm never coming home. In fact, when I do return, I'll be a first-rate doctor. You'll see. How quickly they grow up. Of course, Sean. Be a good boy, a hard worker, and an attentive student. And come home safe. I will. Thank you, both of you. I can't wait to start working alongside the Divine Dragon. The feeling is mutual, Jean. I have a hunch that I'll be leaning on you a lot in the days to come.